Zwischen Millerntor-Stadion und Feldstraßenbunker empfangen die Frauen vom FC St. Pauli Hannover 96. Die Gäste in der Regionalliga Nord aktuell auf Platz 3 mit 6 Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten Hennstedt Ulzburg. Bei einem Sieg und entsprechender Resultate der Konkurrenz wäre St. Pauli punktgleich mit dem viertplatzierten TSV Barmke. Screentime kriegen aber erstmal die Roten mit Bente Bode. In der Mitte ist Saskia Engelhardt, dritte Minute. Die letzte Begegnung gewann die 96erinnen. Den Schlusspunkt setzte damals Engelhardt mit ihrem Treffer zum 6:0. Den Startpunkt dieser Partie setzten die Gastgeberinnen mit Annie McIntosh Kingman und diesem wuchtigen Kopfball. Zweiter Saisontreffer für die 26-Jährige. Ein Fußballspiel mit dynamischer Anfangsphase. 5 Minuten gespielt, jeder eine Großchance und St. Pauli führt. Und das ungehindert. 3 Rote schauen zu, wie McIntosh Kingman hochsteigt und per Kopf trifft. Hannover jetzt mit Zug zum Tor. Letizia Cordes lässt Frances Margarete stehen und prüft Lisa Sophie Keissig zum ersten Mal. Knappe halbe Stunde rum. Am Ball Kapitänin Lena Rathmann, auf der rechten Seite jetzt Julia Dose. Keissig kann nicht entschärfen und Saskia Engelhardt leicht aus. 1:1. Dose mit dem cleveren Laufweg. Engelhardt im Moment der Flanke nicht im Abseits und aus relativ spitzem Winkel flutscht der Ball dann ins Tor. St. Pauli letzte Woche die Hinrunde mit 7 Siegen in Folge abgeschlossen. Diese Serie möchten sie fortführen. Als Werkzeug haben sie gefährliche Querpässe dabei, aber Mia Jonsson kann ihn nicht verwerten. Kurz vor der Pause die Hannoveranerinnen mit einem dicken Fehlpass. Den riecht Emma Frings und Martha Frieling. Fast wären die Gastgeberinnen hier mit einer Führung in die Pause gegangen. Dazu Gelegenheit haben die Gäste kurz vor Abpfiff. Julia Dose. Das ist Bode. Bode einmal gedreht und Halbzeit. Beide Teams haben sich gute Chancen erarbeitet, das Unentschieden zur Pause gerechtfertigt. Die Kiezkickerinnen nach dem Seitenwechsel das wachere Team. Ann-Sophie Greifenberg gegen Alexia Mikruli. Per Flanke gelöst. Freiling kann den Ball nicht festhalten. Wieder ist Emma Frings da, aber dieses Mal kann sie den Ball nicht aufs Tor bringen. Hannover jetzt wie wachgerüttelt. Denise Bahr leitet den Angriff ein mit einem langen Ball. Bente Bode übernimmt, flankiert von Dose und Julia Dose. Nur knapp am Pfosten vorbei, keine Stunde gespielt zu diesem Zeitpunkt. Freistoß Hannover, den tritt Cordes. Der sieht gut aus, Bahr kann den verwerten, 1:2. Wie hat Denise Bahr den bitte angenommen? Das war technisch sehr filigran. Aber auch nur möglich, weil Mido Lubongo Mbungu ihr extrem viel Platz lässt. Hannover 96 von nun an spielbestimmend. Und direkt mit dem nächsten Angriff. Alexia Mikruli einmal über den halben Platz und dann quer auf Aurora Gashi. Gashi 1:3. Die Niedersächsinnen reißen ein eigentlich ausgeglichenes Spiel an sich und legen keine 10 Minuten nach der Führung nochmal nach. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen nur noch die Roten spielen. Bente Bode scheitert kurz vor Schluss an Lisa Sophie Keissig. Die letzte Möglichkeit per Freistoß. Aber es wird nicht nochmal gefährlich und bleibt beim 1:3. Ein Spiel mit intensiven Start- und Endphasen, das macht Lust auf mehr. Und mehr regionalen Fußball gibt's bei KickTV. Lasst doch gerne ein Abo da und bestätigt die Glocke. Vorher aber die Stimmen von Elias Reimpel. Woran es gelegen hat, ich glaube, richtig festmachen, so kurz nach dem Spiel kann ich das gar nicht. Wir sind nicht wie in den letzten Spielen so konsequent in die Zweikämpfe gekommen. Muss auch sagen, dass sie 2-3 Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben, hätte das vielleicht früher schon so. Aber wir haben auch wieder unsere Chancen gehabt, aber ein paar weniger als in den letzten Spielen. Und ich würde sagen, dass die Zweikampfführung heute einfach nicht ausgereicht hat und die teilweise immer schneller am Ball waren. Und dadurch hat es heute wahrscheinlich nicht gereicht. Was aus der Hinrunde mitzunehmen ist, ist absolut nur Positives. Absolut souverän verdient die Hinrunde auf dem 5. Platz beendet, wenn man das Spiel jetzt ausnimmt. Und meiner Meinung nach gehören wir dahin. Die Erkenntnis aus dem Spiel heute ist, dass wir es schaffen, Rückstände wegzustecken, weiter an der Idee festzuhalten, weiter gut zu spielen und sich dann auch am Ende dafür zu belohnen.
für die gesamte Saison würde ich sagen, wir hatten so ein kleines Tief zwischendrin. Jetzt haben wir uns ein bisschen wiedergefunden, haben auch heute gezeigt, dadurch, dass 3-4 Stammkräfte gefehlt haben, dass wir das gut auffangen können, auch mit den Jungen. Und das ist der Weg, den wir jetzt weitergehen wollen. Also wir sind super zufrieden, auch mit dem Spiel heute. Lagen zwar in Rückstand und haben aber auch davor schon ganz ordentlich gespielt. Hinten raus haben wir dann die Chancen, wie gesagt, dann auch endlich genutzt. Und deshalb fahren wir jetzt glücklich wieder nach Hause. Ich habe Sie ein bisschen daran erinnert, dass wir normalerweise nach der Halbzeit nicht ganz so gut rauskommen. Und dass wir uns das heute nicht erlauben dürfen, weil St. Pauli dann doch auch eine gewisse Qualität mitbringt und uns in dieser Phase wehtun kann. Und das wollten wir unbedingt verhindern. Das haben wir ganz ordentlich gemacht und dann waren wir wach, dann waren wir da und haben uns am Ende dafür belohnt. Und ich glaube, dass die 3 Punkte heute auch verdient sind. Weiter geht's dann am nächsten Sonntag um 15 Uhr gegen den Osnabrücker SC. St. Pauli zu Gast um 13 Uhr beim SV Meppen.